Der ARD-Radio-Tatort. Suttner, LK Düsseldorf. Ja, Fischer hier. Ihr wolltet doch wissen... Ja, Herr Fischer aus Magdeburg. Schön, dass Sie sich melden. Magdeburg liegt im Westen. Ich dagegen melde mich aus Magdeburg. Entschuldigung. Ja, schon gut. Ihr wolltet doch wissen, ob wir im Fall Emir was Neues haben. Ja, ich höre. Also wenn wir uns auf die abgehörten Telefonate den richtigen Reim machen, steigt Lahoud jetzt tatsächlich in das Geschäft ein. Und zwar ziemlich bald. Ah, wie bald? Tja, in höchstens 2 oder 3 Tagen. Sie streiten sich noch, wo die Übergabe stattfinden soll. Lahoud will unbedingt, dass es in seinem Revier passiert. Also im Aachener Raum? Wenn das sein Revier ist, ja. Naja dann, also macht was draus. Ich will den hier nicht wieder sehen. Hörspiel von Peter Meisenberg. Verdopple. Aha. Was war's denn wohl? So schnell gibst du auf. Du wirst mir zu teuer. Ach komm, das kannst du nicht sagen. Hier, das sind 200 Zellen nach. Du verpasst eine Chance. Da habe ich drauf gewartet. Dass so ein Ayatollah mir eine Chance gibt. Mach ich doch gerne. Probleme, Nadel? Leck mich im Auge. Ja, schau mal, ob du einen findest, der noch gegen mich spielen will. Gut. Natürlich können wir das beweisen, Bräukelin. Sie waren so freundlich, Ihre Provision auf ein Konto überweisen zu lassen, dass wir Ihnen zuordnen können. Aha. Auf dem Kontoauszug steht auch drauf, wofür die sogenannte Provision war? Das nicht. Wir hätten da nur den Gegenbeleg und die Aussage von der Saunaclub-Inhaberin in Halberstadt. Frischfleisch aus dem Kongo. Er meint Frauen. Wie auch immer, Bräukelin, wir haben sie am Arsch. Sie wissen, wie lange man für sowas einfährt? Menschenhandel? Feuer? Hm. Aber vielleicht finden wir neben dem Steinigen noch einen bequemeren Weg. Vergessen Sie es. Nicht, was Sie glauben, Bräukelin. Ich käme nie auf die Idee, Sie würden gegen den Emir aussagen. Wir wären auch schon für den einen oder anderen kleinen Tipp dankbar. Ich habe doch gesagt, vergessen Sie es. Zum Beispiel, wie man an ihn rankommt. Er braucht doch einen neuen Schlepper im Osten, wo Sie jetzt aus dem Verkehr sind. Oder einen Fahrer, was weiß ich. Wo und wie besorgt er sich seinen Nachwuchs? Das hat keinen Zweck, Suttner. Lassen Sie mich da raus. Sind Sie ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ja. So, dann drehe ich dir jetzt mal die 8, wenn du nichts dagegen hast. Aber bitte, bitte. Nein. Gut, dann lege ich doch einfach die 32. Mhm. Schön für dich. Schön für dich. Wenn man einen Pasch nach dem anderen wirft. Wenn du meinst, dass es daran liegt. Telefon Elek. Multilek. Scheint dringend zu sein. Ja. Du hast dein Handy ausgeschaltet. Das weiß ich, Sima. Die von deiner Dienststelle haben angerufen. Nadir, sie wollen wissen, was los ist. Du bist schon seit 2 Tagen nicht zum Dienst gekommen, ohne Bescheid zu geben. Wenn Sie nochmal anrufen, sag Ihnen, ich bin krank. Warte. Was ist jetzt? Noch eine Partie? Ja, wenn du mal aufhörst zu telefonieren. Ja.
Hey, Bräukelin. Was gibt's? Wollte mich mal erkundigen, wie es so gelaufen ist. Wie es gelaufen ist? Ich hab keinen Ton gesagt. Wirklich? Ja, wirklich. Der Emir war sich nicht so ganz sicher. Schönen Gruß auch. نلعب طاولة ولا شو؟ Spiel weiter, wenn du deine Schulden bezahlt hast. طيب. Suttner, LK Düsseldorf. Danke. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Na, Donny, Lenz? Was gibt's? Das war gerade die JVA. Bräukelin ist tot. Herzinfarkt unter der Dusche. Oh nein. Wird aber noch obduziert. Wieso? Der hat doch keinen Ton gesagt. Der Emi hat eine enorme Witterung. Du meinst, der hat geahnt? Dass Bräukelin eventuell, möglicherweise, irgendwann vielleicht einmal den Mund aufmachen könnte, ja? Hat er ganz offensichtlich geahnt. Tja, und weiter? Gute Frage. Ist sonst noch jemand bekannt, der für den Emir arbeitet und uns irgendwas über seine Geschäfte erzählen könnte? Du meinst jemand, der erzählen will? Nein, jemand, der überhaupt noch erzählen kann. Zeugen gegen den Emir können wir vergessen. Aber die Kollegen in Magdeburg wollen in Erfahrung gebracht haben, dass der Emir in Mitteldeutschland jetzt auch ins Drogengeschäft einsteigen will. Ach, kein Afrika-Import mehr aus Brüssel? Doch, aber Kokain könnte da vielleicht so eine Art Ergänzungsgeschäft werden. Neuer Deal, neues Glück. Ja, vielleicht dann ja auch für uns. Vielleicht. Wenn solche Typen den Geschäftsbereich wechseln, gehen sie erfahrungsgemäß aus der Deckung raus. Mhm. In einem fremden Milieu neue Kontakte knüpfen, da muss sich schon der Boss persönlich drum kümmern. Das heißt, wir hätten die Chance, ihn quasi in Flagranti. Ob das eine echte Chance wird, weiß ich nicht. Aber zumindest tut sich eine Möglichkeit auf. Ja, trotzdem geht das aber nur, wenn wir jemanden in seine Nähe platzieren. Ja, und das können wir vergessen. Seit sein kleiner Bruder tot ist, lässt der Emir keinen mehr an sich ran. Ja, so sieht's aus. Zumindest wir verfügen über keinen verdeckten Ermittler, der das schaffen könnte. Mach das nie mehr. Am Tag im Mittel Pascha. Pascha? Wo ist er? Du hast anzuhalten, dich für einen Pantoffelhelden. Nade, es geht mir nicht um uns. Dann blicke ich im Augenblick sowieso nicht mehr durch. Ah, ja, ja, ja. Wenn du dadurch durchblickst, glaubst du, du könntest... Oh. Hast du schon einmal in den Spiegel gesehen, Nader? Seit bald 3 Tagen spielst du, ununterbrochen. Und wenn du nicht spielst und zufällig mal schlafen kannst, dann quälen dich deine Albträume. Dann denkst du an Siad. Oh, du bist... Hey, sag bloß, du kennst Feroz? Gern, Mann. Ich habe kein Konzert von ihr verpasst. Die ist für mich wie meine kleine Schwester. Eine kleine Schwester, die bald 70 ist? Du weißt, was ich meine. Außerdem komme ich aus der gleichen Stadt wie sie. Ach, wusste ich gar nicht. Du kommst aus Beirut? Klar, und du? Duisburg. Ja, so siehst du auch aus. Na gut, ist auch ein bisschen Kabul mit drin. Oder wieso meinst du, würde ich sonst so gut? Billard. Vorsicht.
Die Partie ist noch nicht zu Ende, mein Freund. Ja, ich fürchte auch. Pass mal auf. Anfänger gut. Lässt du dich nicht besser irgendwo anders hinversetzen, Nader? Die Abteilung, in der ich jetzt arbeite, hat nichts mehr mit dem Fall zu tun. Ja, aber vielleicht wirst du da trotzdem immer noch an Siad erinnert. Nein, das ist okay. Ich sitze da in irgendeinem Keller und werte alte Fälle aus. Oh. Ja? Nadir Taraki? Ja. Suttner, LKA. Hauptkommissar Suttner. Wie kommen Sie an meine Nummer? Ich bin Polizist, Taraki. Genau wie Sie. Aber im Gegensatz zu Ihnen bin ich derzeit im Dienst. Was wollen Sie? Sie sind nicht mein Vorgesetzter. Hatten Sie nicht mal mit dem Emir zu tun? Rafik Lahoud. Zucker? Ach, nein, danke. Nanominze sollte man immer mit Zucker trinken. Ah, so. Na, gut. Dann nehme ich Zucker. Wenn du nicht da gewesen wärst, wäre mein kleiner Bruder jetzt nicht mehr am Leben. Es war purer Zufall. Nein, nein. Du hast gut aufgepasst. Und ihn geschützt. Aber das war doch selbstverständlich. Ja, und genau weil ich mit ihm zu tun hatte, kann ich Ihnen sagen, dass es vollkommen unmöglich ist, noch einmal einen verdeckten Ermittler in seine Nähe zu bringen. Weil Sie bei Ihrem Einsatz so brillant waren, oder weswegen? Lenz, bitte. Genau so würde ich es sehen. Ich war der letzte verdeckte Ermittler, den Lahoud an sich rangelassen hat. Tatsächlich? Und was macht Sie da so sicher, Taraki? Lenz. Ist der Kollege Lenz denn noch nicht darüber aufgeklärt, was da damals abgegangen ist? Dass du dich jetzt auch für meine Geschäftsbus interessierst. Ich wollte bloß... Du willst mir erklären, was du willst? Ich sehe, was du tust. Du kopierst meine Mails. Ich kann es dir erklären. Rafik. Danke, nicht nötig. Rafik. Rafik, was machst du? Rafik, Khalid. Siad. Er ist mein Freund. Siad, Hemschik. Er ist mein Freund. Es ist mir schon klar, dass Sie dafür nicht mehr in Frage kommen, Taraki. Und auch niemand anders mehr. Wir haben uns gedacht, Sie hätten, wo Sie doch schon mal so nah an ihm dran waren, den einen oder anderen Tipp, wie wir an ihn rankommen könnten. Der Mann ist so misstrauisch. Der riecht Spitzel 10 Kilometer gegen den Wind. Vor allem Polizeispitzel. Aber... wieso gehen wir eigentlich die ganze Zeit davon aus, dass Lahoud Sie für einen Polizeispitzel gehalten hat, Taraki? Marhaba. Ahlein. Saram tajiktila aretna. Euer Revier? Oho. Ja, du weißt, ich habe da keine Meinung. Aber Buabit sieht das nicht so gern, wenn Lahouds Leute hier aufkreuzen. Ach, ich gehöre zu Lahouds Leuten? Tja. Jedenfalls, wenn du Jadid suchst, den gibt es hier nicht mehr. Ist das wahr? Gif Magfi, Bial Basata, Zar, einfach so in Luft aufgelöst? Ja, so ungefähr. Aber vorher hat er uns noch was geflüstert. Interessant. Er hat uns gesagt, für wen er wirklich arbeitet. Ah, hat er das? Ja. Und weil er einmal dabei war, hat uns auch gesteckt, für wen du arbeitest.
Ich weiß, das war ein Fehler. Aber ich hatte mich Lahoud gegenüber als Kurier eines marokkanischen Marihuana-Dealers ausgegeben und als Lahoud dann von mir Informationen über den haben wollte... Hatten Sie nichts Besseres zu tun, als zu Jadid zu gehen, einem Ermittler, den wir da eingeschleust hatten? Der war der Einzige, von dem ich überhaupt irgendetwas erfahren konnte. Wenn ich geahnt hätte, dass der 4 Stunden später auffliegt... Das ist doch alles Schnee von gestern. Fakt ist, dass diese Dealer jetzt wussten, dass sie auch Polizist sind. Und sie dazu erpressen wollten, umgekehrt für sie Lahoud auszuspionieren. Ja, deswegen habe ich seine Mails kopiert und deswegen ist dann alles schiefgelaufen. Aber ist Ihnen klar, was das bedeutet? Dass Lahoud sie immer noch für einen Zuträger der Marihuana-Dealer hält und keine Ahnung davon hat, dass sie Polizist sind. Vielleicht gibt es wirklich noch eine Möglichkeit. Was meinen Sie? Er hat mit mir noch eine Rechnung offen. Deswegen bin ich der Einzige, den er nochmal an sich heranließe. Aber nur einmal, um ihn ein Loch in den Kopf zu applizieren. Möglich. Aber vielleicht gibt er mir vorher noch eine Chance, ihm ein Geschäft vorzuschlagen. Habt ihr nicht eben davon gesprochen, dass er jetzt endgültig ins Drogengeschäft einsteigen will? Das ist verrückt, Taraki. Sie wissen, was Lahoud mit Leuten macht, die er für Verräter hält. Vielleicht macht er bei einem Glaubensbruder ja mal eine Ausnahme. Wirklich abenteuerlich, Ihre Vorstellungen. Vor allem dumm. Mhm. Ich weiß nicht, Taraki. Ich habe sie da auf eine Fährte gelockt. Das erscheint mir jetzt doch als reichlich riskant. Ich mache es ja nicht für umsonst. Ach ja? Wenn's klappt, will ich aus meinem Aktenkeller raus und in Ihre Abteilung hier rein. Marhaba, Mohammed. Marhaba, Nader. Soll ich einen Tisch freimachen? Nein, danke. Heute spiele ich nicht. Aber du kannst mir ein Spiel vermitteln. Ja, natürlich. Du hast einen bestimmten Gegner im Auge? Rick Lahoud. Oh, aber die spiele ich hier schon lange nicht mehr. Ich weiß. Kannst du es trotzdem vermitteln? Oh, schwierig. Wenn, dann spielt Lahoud nur noch an sicheren Orten gegen erstklassige Gegner. Oh, bin ich zweitklasse? Natürlich nicht, Nader. Aber der Emir, also das ist wirklich kompliziert. Also wenn er meinen Namen auf deiner Liste sieht, wird das schon klappen. Also? Ach, und wäre ganz schön, wenn wir bald spielen könnten. Mein Vater, an den erinnere ich mich kaum. Der ist gestorben, da war ich 5. Woran ist der gestorben? Am Bürgerkrieg. Genauer in einer Offensive der Falangisten. War er bei der Hisbollah? Nein, der war unpolitisch. Er hatte nur geschäftlich mit der Amal-Miliz zu tun. Und dein Vater? Den habe ich das letzte Mal vor 7 Jahren gesehen. Ist er auch gestorben? Abgehauen. Wegen deiner Mutter? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich eher, weil er es hier nicht mehr ausgehalten hat. Was nicht ausgehalten? Als sie hier... anfingen, jeden, der so aussieht wie wir, für einen Terroristen zu halten. Ändert eure Namen, wenn ihr könnt. Die Farben eurer Augen, wenn ihr könnt. Versteckt eure Freiheit in den Taschen und lauft weg. Lauft zu den vergessenen Zirnen des Nichts. Sima. Ach, du erinnerst dich noch an mich? Oh, tut mir leid. Ich hab grad eine Menge um die Ohren. Wirklich? In Mohammeds Café, hm? Ach, nicht schon wieder. Ich hab vielleicht einen neuen Job. Der Anruf vom LKA? Ja. Hat es was mit deinem alten Fall zu tun? Ach, ich werde eventuell 1-2 Tage von der Bildfläche verschwinden müssen. Wieder diese Emir-Geschichte? Hm? Nadir. Arbeitest du heute in der Bibliothek?
Ja, bis 6. Ich kann dich abholen und wir gehen eine Runde durch den Landschaftspark. Um 7:15 fängt an der Uni schon mein Hauptseminar an. Na, da hätten wir noch fast eine Stunde. Du bist so großzügig, wirklich. Bring mich zu diesen schönen Hügeln. Bring mich zu dem Land, wo wir aufwuchsen. Wunderbar. Warst du schon mal im Libanon? Nein. Das einzige arabische Land, das ich kenne, ist Ägypten. Masr, Ägypten. Ich war mal auf der Azhar-Universität in Kairo. Mashallah. Dann bist du ein Korangelehrter. Nein. Da kann man alles Mögliche studieren. Ja, aber eigentlich ist das nur für Muslime. Wer sagt, dass ich keiner bin? Jedenfalls habe ich mich dafür interessiert, ein bisschen Arabisch gelernt, den Koran und den der Sunna gelesen. Du bist Sunnit? Es hat mich interessiert. Warum? Warum? Schau mich an. Sehe ich aus wie ein Germane? Ja, trotzdem, du bist hier geboren. Deine Mutter ist eine Deutsche. Aber mein Vater kommt aus Afghanistan. Pflanz mich in den Boden des Libanon. Ich werde unter dem Schönsten aller Himmel knien und beten. Richtig. Man muss seine Herkunft ernst nehmen. Sie ist ein Vermächtnis. Ja? Wo bleibst du? Oh Mist, ich hätte dich abholen müssen. Jetzt sag bloß, dass du... Tut mir wirklich leid, Sima, aber ich schaffe es heute nicht mehr aus dem Büro zu kommen. Du hast dich wieder in den Emir-Fall reingehängt, weil du dich schuldig fühlst. Hm? Du bist Siad nicht schuldig, Nadir. Und außerdem ist er tot. Er kann mit deiner Reue nichts mehr anfangen. Hat jemand von Reue gesprochen? Dann vielleicht Scham. Buße, was weiß ich. Genau. Was weißt du schon? Es stimmt nicht, dass ich ihm nicht schuldig bin. Ohne mich würde er noch leben. Aber Nadir, hast du geschossen oder der? Lahoud schleust Jahr für Jahr hunderte von Menschen nach Deutschland, die glauben, hier wartet das Paradies auf sie. Es ist ein wichtiger Job, den Mann kaltzustellen. Den können auch andere machen. Eben nicht. Du willst das Gleiche nochmal machen. Du willst noch einmal an ihn ran. Nadir, das wird er nicht zulassen. Er wird dich umbringen. Ich habe einen guten Plan. Ach ja, dein letzter guter Plan hat Siad das Leben gekostet. Deshalb muss dieser Plan jetzt auch klappen. Wie denn? Lahoud wird dir nicht mehr trauen. Du hast ihn zu oft getäuscht. Täuschen gehört nun mal zum Spiel. Und Lahoud ist ein Spieler. Aber du hast dazu seinen Bruder benutzt. Das wird er dir nie verzeihen. Er soll mir nichts verzeihen. Ich biete ihm einen Deal an. Ein Deal? Oh Gott. Würdest du dich mit jemandem auf einen Deal einlassen, der einen Überfall auf deinen Bruder inszeniert hat, nur um dein Vertrauen zu erschleichen? Davon kann er nichts wissen. Lahoud und nichts wissen. Erinnere dich doch bloß daran, wie er dich eingewickelt und in die Falle gelockt hat, Nadir. Nicht so schlecht. Du verdoppelst zu schnell. Das hast du noch nicht kapiert. Erklär's mir. Die Schwelle liegt bei 25% Gewinnchancen. Verdopple nur, wenn deine Gewinnchancen höher sind. Ah, ich verstehe. Du arbeitest doch für diesen Marokkaner, Boabit. Manchmal. Du könntest mir einen Gefallen tun. Krieg raus, von wem er seinen Stoff bezieht. Oh, ich werde es versuchen. Gut. Mit so etwas wird keiner alleine fertig, Nadir. Deine Dienststelle hat dir schon ein paar Mal professionelle Hilfe angeboten. Posttraumatisches Stresssyndrom. Ja, genau, das wäre auch meine Diagnose. Also gibt's da nicht so eine Vorschrift bei euch Psychologen, dass ihr eure Kenntnisse nicht auf Bekannte und Verwandte anwenden dürft? Die gilt aber nicht für Studenten. Sag mal, was ist eigentlich mit unserem Urlaub? Du, ich muss mich hier langsam mal um meinen Job kümmern.
Nadel. Okay, okay, okay. Wir buchen ihn, wenn das hier erledigt ist. Erledigt. Guter Ausdruck. Das ist halt mein Beruf, Sima. Ach, übrigens, Mohammed hat mich angerufen. Mohammed, der Wirt? Dich? Woher hat er deine Nummer? Vielleicht vom Display seines Telefons. So oft, wie ich da letzte Zeit versucht habe, dich zu erreichen. Und, was wollte er? Ich soll dir ausrichten, er hätte jetzt den Backgammon-Gegner, den du dir gewünscht hast. Ja. Okay, okay. Sagen Sie mal was zur Probe. Allah ist groß, Allah ist mächtig und noch geht es... Ah, etwas weiter weg, bitte. So, nochmal. Allah ist groß, ich bin klein, bitte, Lahut, lass mich zu dir rein. Hat er doch schon. Ich könnte es ja auch nochmal als Danksagung formulieren. Vielleicht besser als Stoßgebet? Okay, das reicht. Dann prüfen wir jetzt noch die Aufzeichnungsqualität. Ich könnte es ja auch nochmal als Danksagung formulieren. Vielleicht besser als du. Ein Tonbandmitschnitt? Ich dachte, das Mikro ist nur dazu da, um mit euch Kontakt zu halten, wenn ich bei ihm drin bin. Ja, die Aufzeichnung ist zusammen mit Ihrer Aussage gerichtsverwertbar, deswegen... Entschuldigung. Suttner, LK Düsseldorf. Fischer, LK Magdeburg. Ah, Herr Fischer aus Magdeburg, sagen Sie. Ja, aus Magdeburg, sag Herr Suttner. Ja. Hören Sie, es gibt jetzt einen Termin. Morgen früh um 5 Uhr in der Tiefgarage beim Aachener Spielcasino. Um 4 Uhr wird da die Videoüberwachung ausgeschaltet. Ah ja, jetzt ist es 10 Uhr, bleiben noch 19 Stunden. Hat sich Lahut persönlich angesagt? Ja, das musste unser Informant nehmen. Ah. Das müssen Sie wohl selber rauskriegen, Herr Suttner. Ja, doch. Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Sie haben es gehört? Heute Abend um 9 fängt unsere Partie an. Bis 5 Uhr morgens dürfte schon was aus ihm rauszubringen sein. Oder Sie bringen ihn sogar dazu, selbst zu der Übergabe zu gehen. Lahut zu irgendwas bringen. Ja, jedenfalls werden Sie wohl mitkriegen, was er vorhat. Und wir dann hoffentlich auch. Hm. Sind Sie okay, Taraki? Na, wieso nicht? Ich freue mich sogar drauf. Schön, nicht? Wakumusak Ramia Waidina Sirar. Dein Schatz ist so groß, unsere Hände sind so klein. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Arabisch sprichst. Na, so gut auch wieder nicht. Aber dafür, dass du Afghane bist? Nur zur Hälfte. Trotzdem, du sprichst ganz gut Arabisch. Ist doch eine schöne Sprache, oder? Vor allem eine Kultursprache. Wenn du es sagst. Ich dachte immer, wir wären Kameltreiber. Sind wir das nicht? Ich bin gleich an Lahuts Haus. Packen Sie besser ein oder zwei Blocks vorher. Okay. Von jetzt an Funkstelle. Okay. Ja? Was auch immer gleich passiert, greifen Sie nicht ein, haben Sie verstanden? Ja, schon, aber... Egal, was passiert, erst wenn ich mich nach 24 Stunden nicht gemeldet habe, sind Sie unterwegs. Ich verstehe nicht, was... Und falls der Deal nicht zustande kommt, tippe ich auf die Kronenburger Hütte. Kronenburger Hütte? Taraki? Taraki, melden Sie sich! Oh. Tja, hat sich so angehört, als wenn er sein Mikro abgerissen hätte. Setz dich. Du hast jetzt ein extra Zimmer nur fürs Backgammon? Man ist ungestört. Du bist schlau, Nadir. Wenn du dir die Wanze nicht abgenommen hättest, wärst du jetzt tot. Welche Wanze? Meine Männer sagen, sie haben einen Rest Klebestreifen auf deiner Brust gefunden. Möchtest du anfangen?
verdopple. Ach, Nadir, du verdoppelst immer noch zu schnell. Und was spielen wir eigentlich? Das weiß ich noch nicht. Aber vorläufig würde ich mal sagen, 1 Euro den Punkt. Oder lieber 10. Du machst Scherze. Hast du eben einen Geldkoffer in meiner Hand gesehen? Warum, Nadir, glaubst du, habe ich dir damals vertraut? Weil ich deinen Bruder vor Kalis Leuten beschützt habe. Ja, deswegen auch. Ziad hat dich geliebt, weißt du das? Du warst ein Vorbild für ihn. Mir ein wirklicher großer Bruder. Nicht wie ich. Ich war mehr ein Vater. Und ein Gangster außerdem. Vor mir hat er nur Respekt gehabt. Was willst du hier, Nadir? Dir ein Geschäft vorschlagen. Du glaubst wirklich, ich lasse mich mit dir auf ein Geschäft ein? Wieso glaubst du überhaupt, dass du hier nochmal lebend rauskommst, nach all dem? Weil ich dir jetzt die Wahrheit sagen werde, Rafik. Die Wahrheit. Um welche Wahrheit handelt es sich denn heute, Nadir? Um die, dass ich nie ein Dealer war und nie für Boabit gearbeitet habe. Mhm. Ich bin Polizist. Ich war und bin ein auf dich, Rafik Lahoud, angesetzter Polizeispitzel. Das weiß ich schon lange, Nadir. Seit wann weißt du es? Seit dem Überfall auf Ziad. Seitdem ich weiß, dass du ihn arrangiert hast, um an mich ranzukommen. Was ich am liebsten machen würde. Hörst du das? Bring mich zu diesen schönen Hügeln. Bring mich zu dem Land, wo wir aufwuchsen. Du möchtest zurück in den Libanon. Und warum tust du es nicht? Es sind noch nicht mal 4 Flugstunden. Und es ist gerade einmal wieder Frieden. Als wenn das so einfach wäre. Und was ist so kompliziert? Mein Bruder, Rafik, der würde mich nie gehen lassen. Aha. Und warum nicht? Familie, ich weiß es nicht. Manchmal glaube ich, er hält mich hier als eine Art Geisel, um mit gutem Gewissen seine widerlichen Geschäfte machen zu können. Mhm. Vielleicht fällt mir da irgendwas ein. Was meinst du damit? Nichts Bestimmtes. Du hast doch irgendeinen Plan. Nein. Wirklich nicht. Ich sehe sie doch an. Da tut sich nichts. Und die Rückseite vom Haus? Hier ist auch tote Hose. Noch nicht mal ein Licht ist da drin die ganze Zeit an oder ausgegangen. Okay, danke. Bleiben Sie auf Position. Der ist jetzt seit über 5 Stunden da drin. Wir haben noch Zeit. Oh Gott, Mama, wie lange dauert denn so ein Backgammon-Turnier? Keine Ahnung, aber die Show in der Tiefgarage startet erst in 3 Stunden. Bis dahin müssen wir sowieso warten. Hey. Alle Achtung, du hast noch mehr dazu gelernt, als ich gedacht habe. Danke. Noch eine Partie? Oh, von mir aus? Wir spielen um alles. Um alles? Das haben wir doch noch nie. Was bedeutet das um alles? Um mein Leben? Diese gottverdammte Tiefgarage hat mir Zufahrten, als in unserem Plan steht. Und was heißt das? Dass wir nicht alle sichern können. Okay, ich kümmere mich drum. Was hast du vor? Wir ziehen die beiden Posten von Lahouds Haus ab. Das heißt, wir bleiben nicht an ihm dran, wenn er das Haus verlässt und zur Tiefgarage fährt? Das kommt mir jetzt nicht mehr allzu schlau vor. Ja, richtig.
Er könnte uns vielleicht bemerken. Ja. Stattdessen konzentrieren wir unsere Kräfte auf den Zugriff in der Tiefgarage. Wenn Lahoud da hinkommt. Ja, wenn. Überzeugende Strategie. Ja, danke. Willst du Bargeld oder einen Scheck? Na, du weißt doch, Bargeld lacht so schön. Okay. Was ist das für ein Geschäft, das du mir vorschlagen wolltest, Nadir? Hast du nicht gleich eine Verabredung? In der Tiefgarage, neben dem Spielcasino? Ach ja? Mein Vorschlag wäre, du gehst nicht hin. Ich muss telefonieren. Nördliche Zufall negativ, hier rührt sich nichts. Wie sieht's im Osten aus? Negativ. Im Süden auch tote Hose. Scheiße. Möchtest du vielleicht Musik hören? Lieblingssänger von sie hat vielleicht. Wie heißt sie gleich nochmal? Verarsch mich nicht, Rafik. Aber ich verstehe, dass du mir nicht traust. Das verstehst du. Großartig. Da sind wir uns doch einig. Nein, nicht. Kein einziger Wagen, nicht. Der Termin ist jetzt 2 Stunden überfällig. Es wird langsam hell. Dann wird sich da auch nichts mehr tun. Okay. Wir brechen ab. Die Tiefgarage war dann wohl Fehlanzeige. Und weiter? Ja? Okay. Die Bullen haben sich jetzt aus der Tiefgarage zurückgezogen. Dann könntest du mich theoretisch doch jetzt aussteigen lassen. Theoretisch. Aber ist komisch. Irgendwie fühle ich mich besser, wenn du noch ein bisschen bei mir bleibst. Und ich würde mich ein bisschen besser fühlen, wenn du mir wenigstens die Handschellen abnehmen würdest. Wir haben Karakis Mikro gefunden. Lag ein paar Meter hinter seinem Wagen im Rinnstein. Und sein Wagen steht noch da, wo er ihn abgestellt hat? Ja. Es sind jetzt über 24 Stunden, dass er sich nicht gemeldet hat. Ja. Dann wird es wohl langsam Zeit, dass wir in Lahouds Haus marschieren. Es ist nicht klar, ob Lahoud und Taraki noch drin sind. Ich hatte die Posten zum Einsatz in der Tiefgarage abgezogen. Das sieht hier alles nach einem umfassenden Erfolg aus. Scheiße. Ach, Herrgott, nochmal, warum hat er das Mikro weggeworfen? Hören wir noch mal da rein. Sutner, ja? Was auch immer gleich passiert, greifen Sie nicht ein. Haben Sie verstanden? Ja, schon. Ich weiß nicht, ich traue diesen Brüdern nicht. Irgendwie stecken die alle unter einer Decke. Das ist doch jetzt absoluter Quatsch, Lenz. Aber ich frage mich schon die ganze Zeit, was er hiermit gemeint hat. Ja, schon, aber... Egal, was passiert. Erst wenn ich mich nach 24 Stunden nicht gemeldet habe, werden Sie was unternehmen. Ich verstehe nicht, Herr. Und falls er nie zustande kommt, tippe ich auf die Kronenburg, Alter. Kronenburg? Schon mal einer von euch davon gehört? Von der Kronenburger Hütte. Da wären wir. Und was soll das hier werden, mitten im Wald? Tja, was soll das bloß werden? Wie sieht das denn aus? Die Drecksarbeit hast du bisher noch nie selbst erledigt. Das könnte sich irgendwann doch vielleicht mal ändern, oder? Aber zuerst warten wir hier mal noch eine Weile. Ich weiß nicht, ob uns das hier vielleicht weiterbringt. Was ist das? Einer der letzten Berichte, die Taraki damals über Lahouds Menschenhändleraktivitäten geschrieben hat. Und?
Ja, da schreibt er, dass Lahuts Schlepper, als der Fahndungsdruck auf sie größer wurde und es mehr Straßenkontrollen gab, die alte grüne Grenze zwischen Belgien und Deutschland sozusagen reaktiviert haben. Und was soll das mit unserer Kronenburger Hütte zu tun haben? Diese alte Grenze ist wohl teilweise identisch mit dem von den Nazis gebauten Westwall. Ich verstehe immer noch nicht. Ich hab's. Kronenburg ist ein Dorf in der Eifel. Das liegt gleich am alten Westwall. Und Kronenburger Hütte wird ein noch einigermaßen erhaltener Bunker in der Nähe davon genannt. Ja, und wo ist das ungefähr? Ich glaube, im Wald zwischen den Orten Kronenburg und Dahlem. Ein paar hundert Meter von der belgischen Grenze entfernt. Geisel. Zeuge klingt besser. Es bleibt doch alles ruhig, oder siehst du irgendwo Bullen? Abwarten. Wie hätte ich denn überhaupt wissen können, was du vorhast? Bei einem wie dir weiß man's nie. Lahut! Was ist jetzt? Alles klar. Zeig das Zeug meinen Männern. Mhm. Ja, richtig. Wir müssen uns nur parallel zum Bahngleis halten, dann stoßen wir automatisch auf den Bunker. Wie bist du denn an die alte Karte da gekommen? Och. Ja, ich interessiere mich halt für den Zweiten Weltkrieg. Kronenburger Hütte war ein modifizierter Regelbau 23-Bunker aus dem Limes-Programm. Also wird sich doch nicht etwa Militarier-Sammler in unseren Reihen befinden? Sag mal, was macht dich so sicher, dass Taraki mit Kronenburger Hütte einen von diesen Bunkern gemeint hat? In seinen Berichten ist keine Kronenburger Hütte erwähnt. Taraki hat aber geschrieben, dass Lahuts Schlepper einen alten Bunker an der belgisch-deutschen Grenze bei Dahlem als Sammelpunkt benutzt. Wahrscheinlich hat er die genaue Bezeichnung erst später erfahren, nachdem er diesen Bericht schon geschrieben hatte. Stopp! Stopp! Ich glaube, wir sind da. Mach den Motor aus. Könnt ihr das sehen? Da, zwischen den Bäumen. Mindestens 4 Autos. Ich kann Lahut nicht sehen. Ja, ganz links, neben dem Geländewagen. Daneben Taraki. Zugriff? Mit 3 Mann. Wir müssen auf die anderen warten. Hier, Suttner. Wir sind am Zielort. Was ist mit euch? Können Sie uns vielleicht noch mal die Koordinaten durchgeben? Ich glaube, wir haben uns hier ganz schön verfranst in dem Scheißwald. Scheiße. Weiter? Weiter? Es ist doch jetzt alles gelaufen. Meinst du? Und du meinst, wir wären jetzt quitt und wieder in einem Boot, du und ich? No. Nur weil du mir den Tipp mit der Tiefgarage gegeben hast. Hätte ich nicht zu tun brauchen. Nein, Nadir. Wir sind nicht quitt. Wir werden auch nie in einem Boot sitzen. Bevor du deine neue Karriere als Koksdealer mit einem Bullenmord startest. Der Entsorgung eines korrupten Boot. Vielleicht zählt das ja als Strafmilderung. Solltest du dir noch einmal durch den Kopf gehen lassen, wer von uns beiden... Meinen Bruder es hier angebracht hat? Genau. Du natürlich. Es war ein Unfall. Ein Unfall, an dem du allein geschuldet hast. Ich hatte zufällig nur die Hand am Zug. So wie jetzt. Waffe fallen lassen, Lahut! Lahut! Muss ich demnächst wohl auch im Sommer eine Pudelmütze überziehen. Oder als eine Art orientalischer Van Gogh rumlaufen. Könnte auch gut kommen. War es bei dem das rechte oder auch das linke Ohr?
Jetzt machen Sie sich mal keinen Kummer. Das wird der Arzt schon wieder ranlösen. Ja. Das war eine Scheißnummer, Taraki. So können Sie die Kollegen nicht verarschen. So läuft das nicht bei uns. Was meinen Sie? Sie haben uns völlig blind gegen ein halbes Dutzend schwarze Wände laufen lassen. Ich habe Ihnen doch den Tipp mit der Kronenburger Hütte gegeben. Ja, super Tipp. Wir haben bald 2 Stunden gebraucht, um das rauszukriegen. Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, dass Lahuts Leute mich schon beobachtet haben, als ich mir das Mikro... Genau. Das vor allem meine ich. Dass Sie sich das Mikro runtergerissen haben. Wozu treiben wir den ganzen Aufwand? Oh Mann, Suttner. Mit dem Mikro hätten mich Lahuts Leute doch gar nicht erst an ihn rangelassen. Trotzdem. Ach. Aber vielleicht kennen Sie sich ja besser aus mit der Mentalität von solchen Typen. Mit Sicherheit kenne ich mich da besser aus. Sonst wäre doch Lahut jetzt nicht auf dem Weg ins Leichenschauhaus, oder? Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Weiter? Womit? Mit dem Job in Ihrer Abteilung. Gibt's da einen Job? Ich werde gerne bei Ihnen trinken, oder? Nein. Setz dich. Möchtest du was trinken? Jetzt sag mir endlich, worum es geht. 2 Bitter Lemon, Muhammad, bitte. Geht klar. Also? Es gibt etwas zu feiern. Aha. Ich hab den Job. Ich denke, du hast schon einen Job. Den anderen, den in der anderen Abteilung. Ah, in der Abteilung, die dich dein halbes linkes Ohr gekostet hat, hm? Kann man dir irgendwann mal was recht machen? Ich wüsste schon was. Bitte. 2 Bitter Lemon. Danke. Hast du eigentlich die CD besorgt, die ich dir aufgeschrieben habe? Na, logisch. Soll ich sie auflegen? Bitte. Das war's also, was du mir sagen wolltest, dass du diesen neuen Job hast? Ja, das auch. Wusste ich doch, dass da noch was anderes im Busch ist. Oh Gott. Du willst die Wohnung in Duisburg aufgeben und nach Düsseldorf ziehen? Niemals. Wenigstens das. Sehr schöne Musik, oder? Also, was ist, was? Das mit dem Urlaub. Wenn du schon so kommst, Insa. Allein die Dacke mit dem Barscha. Ihr treten sie wie ein Pascha. Ja, wenn Frauen wie ein Pascha reden, nennt man das Emanzipation, hm? Vielleicht, wenn ich mich 1-2 Monate in der neuen Abteilung eingearbeitet habe. Komm, vergiss es. Wie sieht das aus? Du heuerst doch auch nicht irgendwo neu an und sagst nach 2 Wochen, tschüss, ich bin dann mal im Urlaub. Ich bin ja auch kein Beamter, oder? Verrat mir mal, warum du immer das letzte Wort haben musst. Weil ich wie ein Pascha rede. Und weil ich gerne Urlaub machen möchte. Der Emir. Hörspiel von Peter Meisenberg. Die Rollen und ihre Darsteller: Nadir Taraki, Baki Davrak, Wilfried Suttner, Rudolf Kowalski, Leonore Nadolny, Tatjana Klasing, Felix Lenz, Matthias Leja, Sima Khalidi, Miriam Abbas, Rafik Lahut, Taifun Bademsoy, Ziad Lahut, Omar El Saidi, Just Fischer, Hilmar Eichhorn. In weiteren Rollen Ludger Burmann, Mohammad Ali Behboudi, Markus Scheumann, Gandhi Mukli, Vittorio Altieri, Ilyan Kim, Abed Ottmann, Martin Boss, Axel Helfner und Christian Schramm. Technische Realisation Achim Fell und Elke Kratnik. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Sprachberatung Larissa Bender. Dramaturgie Götz Schmedes. Komposition Andreas und Matthias Hornschuh. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008 für den ARD-Radio-Tatort.